Also, schönen guten Morgen. Ich habe das Vergnügen, über den Projekteinkauf bei IWB zu reden, Ihnen einen Einblick zu geben, wie hat sich der ganze Projekteinkauf entwickelt. Ein Einblick auch in eine relativ junge Organisation. Und ich hoffe, den Zeitverlust oder den Zeitverzug irgendwie einholen zu können, dass Sie nicht weniger Pause machen können. Ich werde das Ganze in vier Teile gliedern. Zuerst mal den Ursprung aufzeigen. Also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ein Projekteinkauf implementiert wurde. Danach gehe ich darauf ein, was die ersten Schritte waren. Wie haben wir das Ganze aufgebaut? Nach dem Aufbau gehe ich auf die Prozesse ein. Wir haben das Ganze stabilisiert. Und zu guter Letzt, und ich glaube, das ist der spannende Punkt dann für Sie, was ist wirklich ein effektives Praxisbeispiel? Wie gehen wir effektiv vor? Und was sind auch die Learnings? Weil es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also das, was ich Ihnen erzähle, ist sehr positiv geschildert. Und am Schluss werde ich auch auf die Stolpersteine eingehen und auf die Probleme, die wir auf dem ganzen Weg bewältigen mussten oder immer noch bewältigen müssen auch. Der Ursprung, was war eigentlich der Ursprung des ganzen Projekts? Der lag ganz eindeutig im strategischen Einkauf. Wir vom strategischen Einkauf haben einmal geschaut, wie wurde in der Vergangenheit beschafft. Und in der Vergangenheit war effektiv die Beschaffungsstrategie sehr, sehr abteilungsspezifisch, projektspezifisch, ziemlich isoliert. Da wurde nicht so viel miteinander gesprochen, wie wir das eigentlich gewünscht hätten. Und eben hier beispielhaft, die Autos wurden halt einzeln gekauft, da wurde nicht groß geschaut, wo irgendwo ein Bündelungseffekt auch sein könnte. Wir haben dann eigentlich mal begonnen mit einer Vierjahresbetrachtung. Wir haben geschaut, was haben wir in der Vergangenheit über 4 Jahre beschafft, haben das versucht, mit einer zugegebenermaßen relativ dünnen Stammdatenqualität irgendwie vernünftig zu bündeln oder eine vernünftige Aussage zu machen. Wir haben dann eigentlich schnell gemerkt, wir können nur auf Lieferantenumsätze gehen und mussten dann sehr detailliert in die Bestellungen eintauchen. Wir haben also wirklich Bestellungen über die letzten 4 Jahre analysiert und sind auf den Beschaffungsgegenstand fokussiert. Wir haben dann versucht, die Beschaffungsgegenstände irgendwie vergleichbar zu machen und die, die uns ähnlich erschienen, wieder zusammenzufassen. Was war das Resultat? Das Resultat war eigentlich, dass wir eine Liste hatten, eine ziemlich umfangreiche Liste mit Beschaffungen, wo wir gesagt haben, hätten wir das Wissen vor 4 Jahren gehabt, hätten diese unter Umständen ausgeschrieben werden müssen. Wir haben dann gesagt, okay, wir schauen mal nach vorne, wir projizieren das Ganze in die Zukunft und das konnten wir natürlich nicht vom Einkauf einfach zentral machen, weil uns da schlichtweg das Fach-Know-how auch gefehlt hat. Haben dann einen sehr intensiven Austausch mit den Fachbereichen gemacht, haben denen gesagt, schau mal, das ist mal so die Basis, die wir aus den Systemen kriegen. Wenn du das anschaust, projizier das mal in die Zukunft. Sind da Beschaffungen drin, die wir jetzt ausschreiben müssen? Kommen neue Beschaffungen dazu? Und das Resultat daraus war eigentlich, dass wir eine Idee hatten von einem Beschaffungspotenzial, das für IWB anstand. Das war eine Liste, die ging von Umsätzen über 100.000, weil das ist der geringste Schwellenwert im Kanton Basel. Wir sind dem kantonalen Gesetz unterstellt. Schwellenwerte sind zwar ähnlich, aber das ist der tiefste Wert, den haben wir genommen und dann haben wir angefangen zu streichen. Wir haben gesagt, okay, Baunebengewerbe, Hauptgewerbe und so weiter, da können wir einen höheren Schwellenwert ansetzen.
Dann haben wir schnell gemerkt, dass da auch Ausgaben drauf sind, die nicht submissionspflichtig sind. Und nicht submissionspflichtig ist immer so ein bisschen, hab ich jetzt so das Gefühl, ist immer so ein bisschen grau. Es gibt eindeutige Fälle und dann gibt es so Interpretationsmöglichkeiten. Und da ich das nicht entscheiden wollte und konnte, haben wir ein Komitee ins Leben gerufen, das ziemlich breit abgestützt war über die gesamte Organisation. Das ist ein Team, das jetzt einmal im Monat tagt. Und die Aufgabe dieses Komitees ist, zu beurteilen, ist eine Beschaffung submissionspflichtig oder nicht. Das wurde initial gemacht hier, also es wurden da einige Beschaffungen wieder von der Liste gestrichen, wo wir ganz eindeutig sagen konnten, das ist nicht submissionspflichtig. Das Resultat daraus war eine immer noch sehr umfangreiche Aufstellung mit Beschaffungen, die wir ausschreiben mussten. Wir haben dann eigentlich diese Liste genommen und gesagt, ja, was machen wir jetzt damit? Relativ schnell war uns klar, dass wir das in die Geschäftsleitung oder sogar in den Verwaltungsrat portieren müssen. Wir haben es dort platziert und der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitungen haben uns den Auftrag gegeben, diese Submissionen umzusetzen. Also das Ganze, diese ganzen Beschaffungen, die submissionspflichtig waren, schnellstmöglich mit einem gesunden Balance zwischen Aufwand und also finanziellem Aufwand und Wirtschaftlichkeit abzuarbeiten. Das war eigentlich der im Nachhinein sicherlich der Hauptfaktor, also der Haupterfolgsfaktor des ganzen Projekts. Durch diese Rückendeckung und durch diesen Push hatten wir eigentlich freie Bahn und konnten so die gesamte Organisation mobilisieren. Die Projektleitung wurde dem Einkauf übergeben. Also waren wir in der Pflicht, da das Optimum rauszuholen. Wir haben dann schnell gemerkt, dass es mit den momentan und mit den damals vorhandenen Ressourcen gar nicht möglich war, diesen Zusatzaufwand zu stemmen und haben dann in den verschiedenen Bereichen, also das sind die Fachbereiche, Einkauf, Rechtsdienst, KAFÖB ist das Submissionsbüro des Kantons Basel-Stadt, haben wir Ressourcen aufgebaut. Diese Ressourcen wurden nach bestem Wissen und Gewissen rekrutiert, auch extern wurde Unterstützung eingeholt. Und mit der KAFÖB, also dem Submissionsbüro, wurde sogar vereinbart, dass ein Mitarbeiter in der Startphase 2 Tage bei uns vor Ort sitzt. Das war im Nachhinein war das wirklich auch sehr, sehr wichtig, weil die Einbindung viel intensiver war und ein regelmäßiger Austausch stattfinden konnte. Das waren Kapazitäten da und wir wussten nicht genau, wie sind die aufeinander abgestimmt. Ist das überhaupt, hat der Einkauf zu viele Ressourcen, hat der Rechtsdienst zu wenige? Und da mussten wir mal, am Anfang war da eine Findungsphase. Wir mussten schauen, wie viel Aufwand braucht überhaupt eine Submission, in welchem Bereich, in welcher Phase der Ausschreibung. Und konnten so über die Zeit, das war relativ ein schneller Prozess, konnten wir die Kapazitäten aufeinander abstimmen. Sodass eigentlich in keinem Bereich ein Leerlauf da war. Was wir abarbeiten konnten, konnte der Rechtsdienst übernehmen und so weiter. Da war eigentlich auch kein Prozessbruch drin. Die gesunde Größe, die wir jetzt für unsere Organisation gefunden haben, waren plus minus 10 Submissionen im Monat, die wir eigentlich durchlaufen lassen konnten. Und so mussten wir eigentlich auch die Kapazitäten auf 10 Submissionen pro Monat aufbauen. In der Startphase waren die Fachbereiche ein wenig übermotiviert oder euphorisch und haben dann relativ schnell Fachkonzepte erarbeitet, die sie uns eigentlich zur Submission zustellten. Und wir mussten da ein bisschen stoppen, merkten aber, dass es gar nicht geht. Wir wurden ein bisschen überrannt von Fachkonzepten und haben dann ein weiteres Gremium ins Leben gerufen, das ist die sogenannte Taskforce.
Und diese Taskforce hat eigentlich die einzige Aufgabe, die Submissionen zu priorisieren. In der Taskforce war jeder Fachbereich vertreten, Rechtsdienst, Kommunikation, Einkauf, also das ist ein Team von ungefähr 15 Leuten. Und die haben dann eigentlich gestritten, welche Submission ist jetzt wichtiger. Die Kriterien waren da sicherlich die Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit, die vorrangig waren. Aber die Taskforce hat sich eigentlich immer gefunden und hat dann gesagt, schaut mal, wir haben 20 Submissionen im Vorrat, diese 10 sind jetzt die wichtigsten, die werden übernommen. Ein sehr spannender Teil in dem ganzen Projekt war dann auch der Aufbau eines Standardprozesses. Wir hatten bis dato keinen Standardprozess und unser Anspruch war ja, dass wir mit der Menge an Submissionen, die wir neu bewältigen, auch eine gewisse Lernkurve erreichen und so ein bisschen effizienter die ganzen Submissionen abarbeiten können. Also haben wir einen Standardprozess implementiert, haben ein Planungstool eingeführt. Planungstool ist ein sehr, sehr großes Wort, das ist ein Excel mit Formeln, die ich nicht verstehe, aber das ist, ist das Praktischste für uns, das war schnell umsetzbar und verhalf uns, ist jetzt noch im Einsatz und ist so, wenn das mal nicht mehr ist, dann haben wir ein größeres Problem. Im Standardprozess integriert wurde das Komitee, eben das Gremium, das über Ausnahmen entscheidet und die Taskforce, die über die Priorisierung befindet. Es wurde auch vereinbart, dass bei jeder Submission ein Kickoff stattfindet. Und ein Kickoff ist eigentlich der Startschuss zu der ganzen Submission, wo Fachbereich, Rechtsdienst, Kaffee, Einkauf zusammensitzen und die Submission mal auf den Tisch bringen und sagen, wer hat jetzt welche Funktion und welche Aufgaben. Wir haben diese Funktionen und Aufgaben dann in einer Checkliste definiert. Und so hat sich jetzt eigentlich eingebürgert bei uns, dass die Beschaffungen oder auch die Fachbereiche sehr, sehr stark nach dieser Checkliste leben. Ich gehe jetzt kurz auf die Checkliste ein. Das war mal die Herleitung, woher kommen wir, was haben wir alles gemacht, damit wirklich ein Tagesgeschäft oder damit der Projekteinkauf oder die Submissionen in einen Regelbetrieb übergehen können. Jetzt wird es ein bisschen wirr, weil die Liste, das ist die Checklist. Ich wollte Ihnen einfach kurz mal aufzeigen, es ist komplex, Sie müssen auch nicht alles lesen können. Der Hauptaspekt dieser Liste ist, dass Sie verstehen können, dass die 4 involvierten Funktionen, Fachbereich, Einkauf, Rechtsdienst und KFÖB, zu verschiedenen Zeitpunkten im Prozess verschiedene Aufgaben zu tun haben, die sind gelb hinterlegt, und dass ein regelmäßiger Austausch stattzufinden hat. Es ist nicht so, dass die verschiedenen Funktionen nur in den Prozessschritten mit einbezogen werden, in denen sie hier vorgesehen sind, sondern dass da auch wirklich, zu Beginn vor allem sind wir in einem Raum gesessen und da war wirklich ein sehr, sehr intensiver Austausch, der aufgezeigt hat, dass es sehr gut ist, wenn auch nachgelagerte Funktionen schon relativ früh wissen, was auf sie zukommt. Wir beginnen mal mit dem Einkauf. Was sind die Funktionen des Einkaufs? Des Fachbereichs. Der Fachbereich, der erstellt ein Fachkonzept. Das Fachkonzept umschreibt den Ausschreibungsgegenstand. Und der Ausschreibungsgegenstand oder das Fachkonzept wird nachher integrierter Bestandteil des Lastenhefts, das ausgeschrieben wird. Die Aufgaben des Fachbereichs sind in dieser Phase, sich mal erste Gedanken zu machen, logischerweise, was will ich? Das muss sehr, sehr konkret schon stehen. Aber sich auch Gedanken zu machen, welche Kriterien würde ich anwenden?
und da komme ich später noch darauf zu, das ist einer der großen Stolpersteine, wenn der Fachbereich Kriterien vorschlägt, dann kommt es häufiger zu Diskussionen. Aber die Kriterien eigentlich, die grundsätzliche Idee, wie will ich überhaupt zu der Beschaffung kommen, die Aufgabe haben wir dem Fachbereich übergeben. Er ist auch verantwortlich für Terminvorschläge. Er muss mal überlegen, wann will ich überhaupt, wann muss das ganze Ding abgeschlossen sein. Und bei uns ist jetzt so ein Durchschnittserfahrungswert für eine Beschaffung nach öffentlichem Recht 6 Monate. Und das finde ich schon relativ gut, finde ich relativ knappe Zeit. Für den Fachbereich ist es viel zu lange. Aber das war wichtig, dass er merkte an der Checkliste, da hat er oben das Datum eingegeben, wann startet er, und unten hat es ihm kalkuliert, wann hast du den unterschriebenen Vertrag. Und an den Zeiten kann nicht gerüttelt werden. Das war sehr interessant für den Fachbereich zu merken, ich muss rechtzeitig planen, ich muss rechtzeitig eigentlich das Ganze in die Planung eingeben. Der Fachbereich hat sich auch überlegt, will ich Lose verteilen, will ich Optionen ausschreiben, und wenn er eigentlich das Gefühl hatte, jetzt ist es bereit, dann hat er das an den Einkauf geschickt zur Prüfung. Und zum Teil hatte der Einkauf natürlich kam zum Fazit, dass es noch nicht ausschreibungsfähig ist, hat es zurückgeschrieben, hat dem Fachbereich auch gesagt, warum nicht. Meistens war es, weil der Ausschreibungsgegenstand noch nicht genau genug definiert wurde. Wir sagten, wenn wir das ausschreiben, dann kriegst du Angebote, die nicht mehr vergleichbar sind, und du kriegst noch nicht das, was du willst. Und dann war es oft ein Ping-Pong. Irgendwann war dann der Ausschreibungsgegenstand so definiert, dass der Einkauf auch zufrieden war. Und wir hatten dann die Funktion, den gesamten Prozess zu leiten. Wir waren die Koordinationsstelle, oder wir sind immer noch die Koordinationsstelle. Wir schauen auf die Termine, wir gehen den verschiedenen Funktionen nach und sagen denen, du, morgen wäre Termin, bitte einhalten. Weil es mit der jetzigen Organisation sehr, sehr schwierig ist, Verschiebungen zu akzeptieren. Wenn jetzt etwas verschoben wird, hat das Einfluss auf Submissionen, die parallel laufen. Und darum haben wir in relativ kurzer Zeit eine sehr gute Disziplin hinbekommen. Die Verantwortung von uns liegt auch weiter unten noch in der Bewertung. Wir sind verantwortlich, dass bewertet wird. Wir bewerten nicht nur selber, weil der Fachbereich am Endeffekt ja sagen muss, was er will. Wir sind auch verantwortlich für den Zuschlag. Den Zuschlag, den machen wir mittels, oder die Zuschlagsfindung machen wir mittels Evaluationsbericht. Das ist ein sehr qualitativ hochwertiges Dokument, wo wir den Entscheidungsträgern sagen, schau mal, das ist die Herleitung des Entscheids. Bist du einverstanden damit? Ja oder nein? Der Fokus des Einkaufs, der liegt in erster Linie auf der Compliance. Wir wollen, dass die Beschaffungen rechtmäßig sind. Aber dann auf 2 weiteren Punkten, das sind der Wettbewerb und die Wirtschaftlichkeit. Beim Wettbewerb versuchen wir krampfhaft irgendwie die Anbieter so weit zu bringen, dass auch Varianten angeboten werden. Nur haben wir da mäßig Erfolg, würde ich mal sagen. Also es sind nicht sehr viele Submissionen, wo Varianten angeboten werden. Da können wir sicher noch lernen. Logischerweise schreiben wir funktional aus. Wir schreiben nicht, eben, obwohl es zum Teil relativ komplex wird, verzichten wir konsequent auf irgendwelche Markennennungen oder Typennennungen. Und auch ein Thema Wettbewerb, zum Thema Wettbewerb, wir schauen nach Abschluss der Submission, dass wir qualitative Absagen verschicken, dass wir auch sehr, sehr gerne Debriefings machen. Warum machen wir das? Wir wollen die Anbieter motivieren, weiterhin anzubieten. Und wir wollen sie auch darauf hinweisen, was waren zum Teil Gründe, warum es nicht zum Zuschlag gereicht hat, damit auch beim Anbieter eine gewisse Lernkurve ersichtlich ist. Beim Thema Wirtschaftlichkeit,
Dort haben wir in der Praxis eigentlich geschaut, dass wir Kostendächer einführen. Dass wir eigentlich sagen, komm, ja, eben, muss nicht weiter eingehen, Kostendach ist selbsterklärend. Wir schauen auch bei der Güterbeschaffung, dass wir die Lager externalisieren können unter Umständen. Bei Optionen. Optionen hat ein sehr stark an Gewicht gewonnen. Vor allem bei der ICT, wo wir schauen, dass wir wirklich mit vielen Optionen ausschreiben, wo wir unter Umständen keine Bezugspflicht haben. Das wird Herr Grüter nicht gerne hören. Eben, es ist wirklich so, dann die Ressourcen müssen blockiert werden. Aber ja, für uns als Kunde ist es wirklich im Moment noch der einzige Weg, wo wir, ja, wie wir auch auf Entwicklungen im Projekt reagieren können. Bündelungen schauen wir sicherlich an und dann auch eben Rahmenverträge, die wir dann mit Minitenders in einen weiteren Wettbewerb schicken. Gut, ich habe den Hinweis bekommen, dass ich mich ein wenig beeilen soll. Darum, Rechtsdienst, das ist der nächste Player in dem ganzen Prozess. Was macht der Rechtsdienst bei uns? Der Rechtsdienst schaut, und das machen wir auch konsequent, dass der Vertrag mit der Submission mitgeschickt wird. Und das ist auch etwas, was eine Zeit braucht, bis das im Markt akzeptiert ist. Die Anbieter sind nach wie vor der Meinung, wenn ein Vertrag mitgeschickt wird, dass im Nachhinein noch verhandelt werden kann über den Inhalt des Vertrags, über signifikante Punkte. Und da haben wir schon relativ viele Gespräche gehabt, wo wir den Anbieter überzeugen mussten, dass das halt nicht mehr geht. Es ist halt ungewohnt, es ist nicht normal. Die Anbieter in der Region vor allem sind sich nicht gewohnt, dass so gearbeitet wird. Wir schauen auch, dass Standards da sind. Das hat einen gewissen Wiedererkennungseffekt. Wenn der Anbieter ein weiteres Mal offeriert, dann weiß er genau, auf welchen Vertrag er sich einlässt. Wir schaffen auch relativ viel mit KBOB-Verträgen, die als Standard akzeptiert sind. Dann haben wir auch geschaut in einer ersten Lernkurve, und das ist vor allem auch bei ICT-Beschaffungen, dass wir Klauseln offen lassen, zum Beispiel Haftung. Wir sagen dort, ihr habt eine Mindesthaftung, die wir vorgeben. Wenn ihr mehr Haftung übernehmen wollt, honorieren wir dies in den Zuschlagskriterien. Wir haben auch gute Erfahrungen gemacht mit Anbietern, die mehrmals bei uns anbieten. Die Qualität wird immer besser. Der letzte Player, Submissionsbüro, KFÖB. Das ist das Quality Gate. Die schauen, dass die Submissionen nach einheitlicher Praxis auch publiziert werden. Das ist eine Praxis Basel-Stadt und die Prüfung ist in erster Linie einfach eine Konformität vor der Publikation. Also sie schauen, ist die Submission rechtskonform, bevor sie publizieren. Sie wurden sehr eng eingebunden. Das ist auch neu, weil es eine externe Stelle ist. Sie prüfen den Evaluationsbericht, also den Zuschlagsantrag. Und durch die enge Einbindung habe ich auch das Feedback bekommen von der KFÖB, dass der Aufwand pro Submission massiv gesenkt werden konnte, weil sie einfach wissen, wie die Sachen daherkommen. Das war früher leider auch nicht immer der Fall. Gut, die Erkenntnisse der KFÖB, das ist eigentlich das Hauptding hier. Wir haben am Anfang zu starke oder zu strenge Kriterien angewendet. Und das hat die Anbieter abgeschreckt und darum fand mehrheitlich nur geringer Wettbewerb statt. Wir haben dann versucht, die Kriterien womöglich zu reduzieren und haben auch durch die Erfahrung mit den Submissionen den Fachbereich überzeugen können, dass wir nur durch Zuschlagskriterien den richtigen Anbieter bekommen. Dieses Vertrauen hat am Anfang gefehlt, aber wir haben jetzt genügend Praxisbeispiele, wo der Fachbereich dann am Schluss auch einverstanden ist, dass wir Zuschlagskriterien so definieren, dass er der Überzeugung ist, dass er den richtigen Anbieter bekommt.
Erkenntnisse Vertrag, den überspringe ich aus Zeitgründen, habe ich vorhin schon Rechtsdienst erwähnt, Standardverträge, eben die Haftung offen lassen mit einem Minimum, wo der Anbieter sagen kann, ich will eine bessere Wartung anbieten und dadurch auch mehr Punkte im Zuschlag bekommt. Bei den Kriterien ist es eigentlich so, dass wir begonnen haben, den Markt zu schulen. Das ist etwas Spezielles. Wir sind in die Verbände gegangen und haben denen erklärt, wie kommt überhaupt eine Auftragsvergabe bei IWB zustande? Wo können wir gar nicht anders als euch ausschließen? Und das war ein schöner Augenöffner auch für die Anbieter. Die haben gemerkt, aha, das ist nicht böser Wille, sondern es ist einfach gesetzlich so vorgesehen. Wenn ein Eignungskriterium nicht erfüllt wird, dann, wenn es auch nur formell ist, müssen wir ausschließen. Also wir sind in die Verbände gegangen, haben dort eigentlich die Anbieter geschult. Wir haben auch die IWB logischerweise geschult. Und wir haben auch die Nicht-Offerierenden. Wir sind auch die Nicht-Offerierenden Marktteilnehmer angegangen. Wir haben also geschaut, wer hat sich die Unterlagen runtergeladen und wer wäre potenziell eigentlich fähig gewesen, den Auftrag durchzuführen, und haben dann mit denen geredet und gesagt, was hat euch abgeschreckt? Und auch aus diesen Gesprächen haben wir einen gewissen Lerneffekt erzielt. Evaluationsteam, das ist noch etwas, was ich wirklich noch auf den Punkt bringen will. Das Evaluationsteam ist für uns sehr, sehr zentral. Und da sind wir zum Teil am Anfang auch relativ blind gewesen. Als Beispiel, wir hatten ein neues CICD, das wurde von Marketing Kommunikation getrieben. Da wurden Dienstkleider bestellt und man hat schlichtweg vergessen, die Träger abzuholen. Sind die überhaupt bequem? Die mussten einfach gut aussehen und günstig sein und alles. Mit der Tool-Unterstützung, die wir jetzt haben, ist eine Auswertung oder eine Bewertung der ganzen Angebote sehr, sehr einfach. Man kann wirklich Leute querbeet mit einbeziehen, auch den operativen Einkauf, wenn es um die Güterbeschaffung geht. Ist dieses Gut überhaupt lagerbar und so weiter? Das ist wirklich ein Learning, das wir relativ schmerzhaft erfahren mussten. Die letzte Erkenntnis, die ich Ihnen auf den Weg geben möchte, die wir gemacht haben, ist die Bündelung. Und da merken wir die Effekte auch erst jetzt. Bei den Autos, Sie wissen nicht, wollen Sie Kombis bündeln, wollen Sie die Roten bündeln, wollen Sie Skodas bündeln, was wollen Sie bündeln? Und als Beispiel die Rohre, wir sind ein Stadtwerk, das hat Gas, Wasser, Fernwärme. Und es gibt Anbieter, die können alle Rohre anbieten. Aber wir sind nach Medien organisiert. Das heißt, wir haben eine Gasabteilung und die Gasabteilung will ihre Lösung. Und die geht nicht nur vom Rohr, sondern die hat noch vor- und nachgelagerte Komponenten. Und darum müssen wir uns entscheiden, welchen Weg gehen wir. Gehen wir eine Rohrausschreibung oder gehen wir auf eine Mediumausschreibung? Das Gleiche mit Grossisten. Grossisten können eigentlich alles anbieten, aber wenn die zum Beispiel Erdungsmaterial schon mit dem elektrischen ausgeschrieben wurde, fällt wieder ein Teil weg. Und das wird die große Aufgabe sein, in Zukunft die Submission, die wir getätigt haben, nochmals zu analysieren. Und wenn sie dann in 4 Jahren wieder auf dem Tisch sind, dass wir vielleicht die Ausschreibungs- oder die Beschaffungsgegenstände ein wenig anders sortieren. Gut, ich hoffe, dass ich Ihnen einen spannenden Einblick geben konnte in eine doch relativ junge und schnell gewachsene Organisation. Erfolgsfaktoren, wie gesagt, sicherlich Management Attention, ohne die wäre es gar nicht gegangen. Standards, Tools und Erfahrung, die wir mit der Zeit gesammelt haben. Dann der permanenter Austausch unter den Playern, damit wir wirklich die Qualität verbessern können. Und das sind eigentlich die Dinge, wenn Ihnen die etwas helfen, um in Ihrem Betrieb mitzunehmen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Wenn noch Fragen sind, bin ich sehr gerne im Nachgang noch für Sie da. Besten Dank.